Alles wird gut, Kleiner. Das ist der Name des Feeds, bei dem wir mit Calorin Back und IG-12 mit Grogu am Leben 20 Mal gewinnen müssen. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, denn viele Leute haben den gar nicht auf 7 Sterne. Ich werde euch zeigen, wie ihr es trotzdem hinbekommt, auch mit Low-Gear-Charakteren unter einer Bedingung. Ihr habt eine Sortie, also 50 RT, die alte Druidin, alte Republik-Druidin, auf Reliktstufe, mutmaßlich im Rahmen des Profundity-Unlocks. Solltet ihr das nicht haben, wird das hier wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dann müsst ihr sonst auf einen anderen Cheese warten, beziehungsweise euch einen weiteren Cheese angucken. Denn ihr wisst ja, Playlist zu allen möglichen Feed-Guides und so weiter findet ihr wie immer oben über die Playlist. Sektor 1 ist der Sektor, den wir bestreiten wollen. Aber bevor wir das tun, hier zwei Discs, die ihr braucht, nämlich den fanatischen Ehrgeiz. Auch das ist etwas, was ihr braucht. Ich habe sie hier nur in der schwachen Version. Das heißt, ich komme hier tatsächlich nur so 2 bis 3 Mal durch. Ihr könnt es auch mit stärkeren Discs auch entsprechend stärker schaffen, also schneller und einfacher und mehr schaffen. In dem Falle, wie gesagt, 2 kleinere Discs müsst ihr nach eurem Bedarf machen. Und zwar in Sektor 1, was tatsächlich auch gar nicht mal so verkehrt ist, denn in Sektor 1 gibt es wieder einmal einen Bad Batch Bonusknoten, den wir hierfür benutzen können und auch werden. Ihr benutzt das folgende Team, und zwar Sortie Lead, das hatte ich gerade schon gesagt. Dann braucht ihr eine L337, Calorin Back und IG-12 mit Grogu, das ist tatsächlich ziemlich offensichtlich. Und ihr könnt hier jetzt, ich sag mal, wahlweise ein bisschen austauschen, denn ich habe jetzt hier IG-11 gemacht, das ist ein bisschen Survivability und weil auch Druid ist und so weiter. Ihr könnt hier auch noch wahlweise einen zweiten Jedi einstreuen, um den 50 Jedi-Kill-Feed aus Sektor 1 einfach gleich mitzunehmen. Der Kampf ist ziemlich einfach und ziemlich schnell, deswegen hier Quick-Tipp, wenn ihr das alles habt, dauert der Kampf gar nicht so lange, vermeintlich nur ein paar Sekunden. Und zwar ist durch Zealous Ambition, namentlich fanatischer Ehrgeiz, Sortie aufgrund ihrer Eigenschaft als Unterstützungseinheit massivst im Schaden gebufft. Und spätestens, wenn Sortie jetzt einmal die Karten schmeißt mit Sabak Schwindel, wo sie allen Gegnern 3-mal physischen Schaden zufügt. 3, 2, 1, ich mache sogar extra langsam. Und plupp. Ende. Das Ganze könnt ihr 2 bis 3 Mal machen, je nachdem, wie gesagt, was ihr habt. Et voilà. Das Ganze verteilt auf den Rest der Conquest und ihr habt eure 20 Kills mit Calorin Back und Grogu. Ich hoffe, dieser kleine, schnelle Quick-Tipp hat euch geholfen. In dem Sinne, Daumen hoch, Kanal abonnieren und kommt doch mal auf dem Discord vorbei und dann könnt ihr da vielleicht noch ein paar mehr Tipps kriegen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Simme. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.